Dann waren es nur noch zwei Events. Der Hammerstein. Schreckenlänge 10,8 Kilometer lang, Unterschied in Höhenlagen. Gar nichts. Asphalt 35%, Beton 62%, Kopfsteinpflaster 3%, 1 plus 0 Meter natürlich. Ist aber in dem Sinne ja gar nichts, ne? Vielleicht ein paar Zentimeter oder Dezimeter oder Millimeter, man weiß es halt nicht, ne? Man macht es ja nur doch nicht so genau. Ja, war klar. Ist das wieder rückwärts? Schöne Autos, die da stehen. Kenne ich schon, die... Ja, es wiederholt sich alles. Also so viele Etappen gibt es hier gar nicht im Spiel. Das könnte ich mittlerweile ein bisschen dem Spiel doch ankreiden. Habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das sind keine 130. Rechts 1 nicht schneiden. 100 nicht senken. Links halten, über Kuppe, über Kreuzung, achten. Sofort 90 Grad links nicht schneiden. Die 3 hatte doch. Hat er die 3 angesagt? Hat er die 3 angesagt? Ich sag nicht, ich hänge ja fest. Wenn ich hier noch Vorsprung mitnehme, obwohl ich da eng gehangen bin, hätte ich da deutlich mehr Vorsprung haben können. Ja, deutlich. Ja, die ersten Gang. Eins Gang und kannst im zweiten Gang hier fahren. Man relativ früh in den dritten, das habe ich mittlerweile auch so gemerkt bei dem. Ausgebaut, da waren so viele Fehler drin. Sowas zum Beispiel. Also gerade links, das ist wieder die berühmte Schelle, die ich mal erwähnt habe. Ich habe das Gefühl, mein Heck kommt ja nur noch. Das ist für mich dann aber auch keine 6. Meine 6, die kannst du voller nehmen. Das ist dann irgendwo so, wo ich mir manchmal denke, sag eine 5 an. Sag eine 5 an, sag eine 4 da auch, wo hörst du gerade an. Bist du gefasst? Bei einer 6 sage ich mir so, was? Bin immer noch vorne? Trotz Überschlag? Dann wäre der Kumpel hat große Fahrfehler gebaut und ist nicht mehr weiter vorne oder ich habe jetzt echt andere Konkurrenten hinter mir. Auch wieder so ein Thema mit später Ansage. Ich glaube, ihr habt gesehen, da habe ich gegengelenkt und Handbremse und alles betätigt. Aber der Rückstand ist lächerlich. Das war für mich auch keine 6, weil ich auf die Bremse drücken gehen musste. Wo schaff?
Das geht richtig auf die Reifen. Das habe ich vorhin auch schon gesehen, was jetzt kommt. Wir sind hier am Flugzeugring. Jetzt kommen die ganz langsamen Abschnitte. Kehre rechts, kehre links, scharf rechts. Beschleunigung ist ja angesagt. Sprung. Ich bin enttäuscht von der KI auf Elite gerade. Aber die kann man schneiden. Das ist halt der Vorteil. Es ging keine Skyline an dieser langsamen. Deswegen kann die auch täuschen. Bis Ziel. Glaube ich jetzt nicht. Da waren Fahrfehler drin. Da waren Überschläge drin. Da waren so viele Macken drin. Und kreuzte mit 6 Sekunden vor. Das ist dann, sage ich mir jetzt, da war ein heftiger Überschlag drin. Das kannst du raus und auf Elite. Ey, das finde ich so krass mittlerweile, dass man das echt rausholen kann. Der Audi liegt mir gut. Ja? Wovon ich einfach mittlerweile ausgehe, oder? Ich weiß es einfach nicht. Aber 45 Sekunden hier in Deutschland. Aber wir haben noch eine, ne? Genau, und das bei Nacht. Der Kreuzungsring. Aber nur umgekehrt. Schreckenhänger 5,7 Kilometer lang. Unterschied in Höhenlang minus 47 Meter. Asphalt 67%. Beton 30%. Kopfsteinpflaster 3%. Aktuelle Position erster. Wir haben nur den Frauenberg. Haben wir nur Minusgold. Okay, ganz. Ja, gut. Und der Flugzeugring ganz am Anfang. Aber sonst. Ist das eigentlich eine gute, gute Etappe gewesen. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, mit Finnland war ich vielleicht nicht ganz zufrieden und mit Monaco sowieso nicht. Und da gab es auch noch Wales, war ich auch nicht ganz zufrieden. Ab Schweden ging es dann richtig bergauf. Das Thema hatten wir schon mit zu späten Ansagen hier. Könnte Rückstand werden. Nee. Na, bei Nacht ist das immer noch mit weniger Risiko verbunden. Ich weiß nicht, ob die KI da auch Unterschiede macht zwischen Tag und Nacht. Ich erinnere mich an diese Scheißskelle hier. Alter, ich habe nur die Handbremse betätigt. Ganz kurz. Jedes Mal, wenn er das dann ansagt, fällt mir die Skelle wieder ein. Also wenn du dann wirklich nichts siehst, dann fährst du auch anders. Das ist echt so.
An die erinnere ich mich gut. Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt gerade nicht. Das war noch zu schnell. Oder habe ich den Einlenkpunkt einfach nicht erwischt? Eins von beiden. Also das werden wir jetzt nicht gewinnen, aber 45 Sekunden verliere ich da auch nicht. Was Gefühl, irgendwas ist mit meinen Rädern. Links 1, lang, Stein, 60. Rechts 5, lang, 100 durch 60. Bis 10. Ja gut. Dann gewinnt er noch mal ein paar Sekunden, was soll's. Ist ja nicht die Welt. Ne, 6 Sekunden ist echt nicht die Welt. Das geht dann am Ende trotzdem noch auf den Gesamtsieg mit 38 Sekunden. 2 Minuten auf Gauthier, Spencer 3, 23. Santos nur auf der 8. 2 sind sogar ausgeschieden. Also in Deutschland auszuscheiden ist echt schon eine Kunst, ne. 222.000. Reparaturkosten zu Glück keine. Nein! 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 Premiere! Premiere würde ich einfach mal sagen. Das ist, wir sind erster in Elite, in der Elite-Meisterschaft. Wie habe ich denn das geschafft? Mit einem Punkt. Obwohl ich zweimal, der hat, was hat denn der? Drei, zweite, ich habe nur einen. Der, warum bin ich, also der, gut, der erste Platz zählt natürlich deutlich mehr. Stimmt, ich habe zwei Siege, ja nur einen. Das begann wirklich ab Schweden, also Monaco, ich glaube, was war das? Monaco, Wales? Monaco, Wales und... Monaco, Wales? Schweden war gut, Finnland war gut, Deutschland war gut. Was fehlt denn da noch? Griechenland! Ja, genau, die drei, das sind so... Aber Schweden ging es dann bergauf. Also, das überrascht mich jetzt, dass ich da hier nochmal den... Sieg holte. Du hast Elite-Meisterschaft gewonnen und bist zur Masters-Meisterschaft aufgestiegen. Ach, du Scheiße, ne. Das werden wir natürlich mit einem kompletten neuen Wagen ja wieder veranstalten. Oh mein Gott. Wir schauen ganz kurz mal in die Teamverwaltung. Den Vertrag werden wir mal ganz kurz verlängern. Und den werde ich auch schon mal verlängern. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ja, was machen wir beim nächsten Mal? Wir sind jetzt bei der Ready in der Masters-Meisterschaft. Ready Cross wäre auch nochmal interessant. Oder auch... Bei der einen bin ich nur in den Clubman-Meisterschaft. Da müsste ich mich eigentlich nochmal steigern. Aber das ist komplett ohne Ansagen. Das ist so schwierig. Das ist sowas von schwierig. Ich kann mir den Audi holen. Der Audi, der lag mir jetzt echt am besten. Das muss man fairerweise mal so sagen. Vielleicht sollte ich mal auf ein anderes Auto umsteigen. Gut, hier haben wir ja zwei, da haben wir auch noch mal vier, die könnte ich mir nicht alle leisten. Und hier, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das möchte ich mir eigentlich aufsparen. Und hier haben wir noch vieles zu tun. Denn das Heckantrieb, ach du Scheiße, ne. Heckantrieb, Gruppe A, also da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 haben wir noch vor uns. Und gefahren sind wir 1, 2, 3, 4. Oh je, oh je, das wird noch ein langes LP werden hier. Das wird, glaube ich, noch ein langes LP, weil ich möchte eigentlich mal jede Klasse einmal gezeigt haben. Und dann wären wir bei, ja, Gruppe B. Aber wir werden mal wieder hier was anderes machen. Nicht nur über Rally Masters Meisterschaft. Da bin ich dann echt mal gespannt, was die da für Zeiten fahren. Die Bonis. Die können wir ganz kurz auf die Bonis ändern. Allrad, Heck. Da haben wir den Teamleiter. Da habe ich einen zweiten Boni freigeschaltet. Da fehlt mir noch 74 Kilometer. Das ist jetzt nicht die Welt. Das sind 7 lange Etappen. Das geht eigentlich auch nur relativ schnell. Dann haben wir noch 82. Geht auch noch relativ schnell. 127. Also wir schalten auf jeden Fall bei den nächsten Rallyes dann auf jeden Fall noch Bonis frei. Die Garage. Also den bin ich jetzt gefahren. Und da können wir uns mal ganz kurz die Upgrades anzeigen. Da ist alles installiert. Ja. Zum Beispiel 400 PS hat der, 960 Kilogramm. Ja, da sieht man es jetzt deutlich, der ist deutlich mehr Leistung hat, der zum Beispiel jetzt, der wiegt zum Beispiel deutlich mehr, also
Wo können wir das noch sehen? Zum Beispiel hier, da bringen wir die 50 PS gar nicht, weil der wiegt 200 Kilogramm mehr. Der könnte noch gut zu fahren sein hier. Die letzten beiden. Ja, aber das ist dann wirklich so, da könnte man ins kleinste Detail bei dem LP gehen, aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Folgen einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's play Dirt Rally.